Hi Leute, ich begrüße euch zu einem neuen Teil Vipers Meerwasser kurz erklärt. Im heutigen Teil geht es um die Temperatur. Wenn euch das interessiert, bleibt dran. Bis gleich nach dem kurzen Intro. Ja Leute, Temperatur ist das, was unser Becken zum einen am Leben hält, zum anderen unser Becken kippen lassen kann oder sogar, ja, wenn es zu kalt ist, dass uns die Tiere erfrieren. Grundsätzlich ist es so, dass, ich sage es mal, in der Lehraquaristik bisher eine Regeltemperatur von 24 bis 26 Grad angestrebt wird. Jetzt ist es im Vorfeld bei mir so gewesen, ich habe ja auch schon viele Becken durch und ich habe auch teilweise mal mit niedrigeren Temperaturen gearbeitet, um einfach zu sagen, okay, ich brauche es nicht, weil gucken wir mal, wie es läuft. Jetzt ist es im Endeffekt so, dass es einige Korallen gibt, die ich jetzt leider im Moment so jetzt nicht näher benennen kann, weil die Zeitspanne einfach zu groß war, die auch mit niedrigeren Temperaturen funktioniert haben. Ja. Aber besser ist es grundsätzlich, dass wir eine Temperatur zwischen 24 und 26 Grad einhalten. Das ist, ich sage es mal in Anführungszeichen, die optimale Temperatur. Und das habe ich im Endeffekt auch an meinen Becken gesehen. Also nachdem ich die Temperatur wieder erhöht habe, geht es den Korallen definitiv besser. Sie wachsen schneller ab, den Fischen geht es besser. Wenn sie zu niedrig ist, kann es im Endeffekt, ich sage es mal, bei empfindlichen Korallen sogar dazu führen, dass sie absterben. Das Immunsystem der Fische kann auf längere Zeit geschwächt werden. Und das ist alles eine Sache, die wir ja eigentlich nicht haben wollen. Wir wollen eine optimale Umgebung für unsere Tiere und für unsere Korallen schaffen. Und somit brauchen wir dann entsprechend auch die Geräte, um A, unsere Temperatur zu halten, einzustellen, zu halten. Wenn es zu warm ist, brauchen wir Gerätschaften, um die zu kühlen. Wenn es zu kalt ist, müssen wir natürlich dementsprechend die richtigen Geräte einsetzen, um wieder aufzuheizen. So, jetzt ist es im Endeffekt so, dass wir, ich sage jetzt mal, durch unsere gesamte Technik, die wir einsetzen, schon natürlich Wärme mit reinbringen. Das ist, ich sage jetzt mal, mit älteren Systemen oder mit älteren Zubehör, sage ich jetzt mal, die jetzt noch auf 220 Volt laufen, die bringen weitaus mehr Wärme in ein Becken rein, als wie jetzt, sage ich jetzt mal, normale kleine Pumpen jetzt hier oder die neueren Pumpen auf DC-Basis mit 20 bis 24 Volt. So, das ist schon mal eine Wärmequelle. Wenn ich jetzt hier meine Heizung, die ich jetzt hier unten im Technikbecken drin habe, auslasse, fährt dieses Becken tagsüber bei voller Beleuchtung eine Temperatur von ungefähr 23,5 bis 24,5. Einmal dadurch geschuldet, dass wir unten die entsprechenden Pumpen haben. Wir haben, oder ich setze dementsprechend viele Pumpen ein. Die bringen schon mal viel Wärme rein oder eine gewisse Abwärme, trotz all dem, dass viel davon auch DC-Pumpen sind. Aber was am meisten reinbringt, ist hier unser Licht. Und das ist, ich sage es mal in Anführungszeichen, ein Nachteil der T5-Röhren bzw. der Hybridlampen. Die haben eine extreme Wärmeabstrahlung aufgrund der großen Fläche, aufgrund der Röhrentechnologie, und das ist eine Sache, die man natürlich, ich sag's mal, im Auge behalten muss. In der momentanen Jahreszeit, wo es relativ kühl ist, wo unsere Innentemperaturen hier künstlich hochgehalten werden durch Heizung oder ähnlichem, ist das weniger das Problem. Interessant wird die Sache natürlich dann im Sommer. Kommen wir aber jetzt erstmal zu den Dingen, die dafür sorgen, dass wir A, unsere Temperatur dahin kriegen, wo sie hin soll, also erstmal zum Anheizen, und B, die Temperatur da halten. Bis gleich. Ja, die Möglichkeit, unser Aquarium zu heizen, das einfachste ist natürlich der Heizstab. Blende ich euch jetzt mal hier oben ein. Ist ein ganz normaler 0815 Heizer, den man überall käuflich erwerben kann. Wichtig an dieser Sache sollte sein, dass er nach Möglichkeit voll untertauchbar ist. So,
da kann ich im Prinzip hingehen und auf der Oberseite in irgendeiner Form entweder an einem Rädchen oder an einem kleinen Rad meine Temperatur einstellen, die ich natürlich aber auch grundsätzlich überprüfen sollte. Ja? Ich habe zum Beispiel bei meinem Regelheizer gemerkt, dass ich, lasst mich nicht lügen, ich glaube, ich habe 26 Grad eingestellt und der heizt dann auf 25 Grad. Genauso kann es im Endeffekt umgekehrt sein, ihr stellt eine Temperatur ein und die ist zu hoch. Das heißt also, verlasst euch nicht hundertprozentig auf dieses Ding oder ihr nehmt einen elektronisch gesteuerten. Es gibt natürlich viele Varianten, aber grundsätzlich sollte es so sein, der Heizstab sollte nach Möglichkeit immer voll untertauchbar sein, weil ihr, ich sage jetzt mal hier, für dieses Becken brauche ich einen 300 Watt Regelheizer. So, mein 300 Watt Regelheizer passt hier senkrecht nicht in das Becken rein, also muss ich ihn schräg stellen. Jetzt ist es im Endeffekt so, dass er auf einer gewissen Höhe, meistens im oberen Teil, den Temperatursensor hat, weil im unteren Teil, wo die Heizspiralen sind, ist das relativ sinnfrei. Und dieser Temperatursensor muss natürlich unter Wasser sein und vom Wasser umspült werden. Das heißt also, bei einem 300 Watt Regelheizer, den ich hier drin habe, den kann ich in dieses Becken nicht senkrecht einbringen. Und den muss ich dann also schräg einbringen. Blende ich euch jetzt nochmal ein Bild ein, wie ich das bei mir habe. Und das sollte nach Möglichkeit eingehalten werden. Das nächste, wo man darauf achten sollte oder worauf man achten kann, gibt es auch, habe ich jetzt bei diesem Regelheizer nicht, ist, dass er einen Überhitzungsschutz hat. Wäre dann jetzt der Fall, wenn das Technikbecken in irgendeiner Form trocken läuft, dass der, wenn der durchbrennt, nicht jetzt zusätzlich hingeht und ich sage es mal, komplett alle Sicherungen raushaut. Ich habe es hier bei mir so geregelt, ich habe hier unten ein Schaltboard drin und jeder einzelne Kanal, der angeschlossen ist und somit auch die komplette Heizeinheit, habe ich über einen Kanal separat abgesichert. Das heißt, wenn der Regelheizer mir durchhaut, haut bei mir eine Sicherung raus. Aber der Rest des Beckens läuft weiter. Den Heizer, den wir einsetzen können, der auch relativ sagen wir mal, bekannt ist, das sind diese Titanheizer. Das ist aber ein Heizer, der ungeregelt ist. Ja, der ist im Prinzip besteht aus einem Titanrohr, blende ich euch jetzt hier auch nochmal kurz ein. Geht ein dickes Kabel raus und ist in der Regel ein Schutzkontaktstecker dran, also sprich ein großer, dicker, runder. Der Vorteil von diesem Titanheizer ist, dass er durch diesen Schutzkontaktstecker gleichzeitig das Becken bzw. den unteren Bereich erdet. Das haben wir bei den normalen Regelheizern nicht. Das sind normale zwei Pole dran und das war's. In der Regel. Ja, das kann von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich sein, aber bei den Titanheizern ist es so, dass ich damit mein Becken erden kann. So, jetzt benötigt der Titanheizer aber eine Temperatursteuerung. Und da gibt es ziemlich viele verschiedene. Entweder nimmt man, ich sag's mal, einen Aquariencomputer mit einer Schaltsteckdose. Da gibt es von IKS, von GHL und wie sie alle heißen, gibt es die Möglichkeit, da dementsprechend diesen Titanheizer anzusteuern. Es gibt aber auch Lösungen, wie ich sie zum Beispiel einsetze, von Aquamedic. Das ist der normale Twin-Controller, der einmal die Möglichkeit hat, den Heizer einzuschalten. Und auf der anderen Seite kann ich eine Kühlung über diesen Controller betreiben. Und das ist unser nächster Punkt. Was ich noch ergänzen wollte, nicht jeder von uns hat ja ein Technikbecken unter seinem Aquarium, viele Becken laufen auch autark, wo wir die Heizstäbe dementsprechend im, Becken selber haben oder wenn wir das Glück haben, in einem separaten Technikabteil. Da muss ich noch zu sagen, viele von uns oder einige halten auch Seegurken und dabei ist es wichtig, dass wenn man Seegurken hält, sollte man aufpassen, dass die nicht an die Heizstäbe drankommen, weil sie dann, wenn sie den Heizstab berühren und der an ist, ein entsprechendes Gift ins Wasser abgeben und somit das komplette System vergiften und da lässt sich dann auch nichts mehr retten. Die Fische werden dermaßen vergiftet, dass man sie nicht mehr retten kann. Also merke, wenn man Seegurken hält, sollte nach Möglichkeit der Heizstab so geschützt sein oder versteckt angebracht sein, in einem Schacht oder in einem Korb, dass eine Seegurke nicht drankommt. Was ich noch
zu den Korallen sagen wollte, ist grundsätzlich, je höher die Temperatur ist, also je höher wir in der entsprechenden Skala steigen, 26, 27, 28, 29 Grad, desto weniger Sauerstoff hat im Endeffekt unser Wasser auch. Das heißt, unsere Fische bekommen, Fische und Korallen oder das gesamte System bekommen weniger Sauerstoff. Das ist auch ein Grund, warum der entsprechende Gasaustausch stattfinden soll, durch Oberflächenbewegung und durch Ventilatoren. Ventilatoren komme ich gleich noch zu. Da liegt dann auch die Problematik, wenn die Korallen dann ihre Zooxanthellen abstoßen, dann wird die Sache noch interessanter, weil entsprechendes Material ins System kommt. Es ist noch weniger Sauerstoff vorhanden und da haben wir dann die Problematik, dass das dann, ich sage es mal, kaskadierend nach oben abläuft. Je höher die Temperatur wird, desto schlimmer wird es. Also müssen wir dafür sorgen, dass wir die Temperaturen runterkriegen und das erkläre ich euch gleich. Ja, die Temperatursteuerung über Aquariencomputer oder über Twin Controller oder andere Möglichkeiten. Es ist im Endeffekt so, dass wir, ich sage es mal, in der Regel im Sommer die Problematik haben oder viele die Problematik haben, dass die Temperatur in unserem Becken massiv ansteigt. Sei es einmal, wie eben schon gesagt, durch die T5-Beleuchtung oder durch die Pumpen, die wir nutzen, dass nicht genug Abwärme produziert wird. So, jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten, das dementsprechend zu kontrollieren und auf einfache oder günstige Weise jetzt erstmal zumindest zu einem Teil runterzubekommen, die Temperatur. Grundsätzlich ist es so, dass ab einer Temperatur von 29,5 Grad bei verschiedenen Korallen, die Zooxanthellen anfangen, sich von der Koralle zu lösen und somit die Grundlage der Ernährung für die Koralle dann dementsprechend dahin ist. Also sprich, alles was über 29,5 Grad ist oder höher, werden in der Regel die Zooxanthellen abgestoßen und somit kann die Koralle sich dann danach nicht mehr ernähren. Die haben also, sobald sie ausgestoßen haben, relativ wenig Möglichkeiten, sie dementsprechend zu ersetzen bei diesen hohen Temperaturen. Kriegen wir die Temperaturen in Anführungszeichen relativ zügig runter, dann besteht die Möglichkeit, dass die Koralle gerettet werden kann. Jetzt haben wir alle hier in unserem Becken schon mal eine einfache Möglichkeit, die Temperatur im geringen Maße runterzubekommen. Und zwar durch die Oberflächenbewegung unserer Pumpen. Grundsätzlich haben wir über die Woche einen, ich sage es mal in Anführungszeichen, gewissen Verbrauch an Osmosewasser, der verdunstet. Das Ganze kann man beschleunigen, das kann man aber auch verlangsamen. Beschleunige ich das Ganze, habe ich relativ viel Oberflächenbewegung. Das heißt, ich habe eine höhere Verdunstung. Nachteil der ganzen Sache ist, ich habe im Raum eine höhere Luftfeuchtigkeit, ich habe einen höheren Verbrauch an Osmosewasser, aber ich habe gleichzeitig auch einen besseren Gasaustausch, der einerseits für unseren pH-Wert wichtig ist, andererseits für unsere Temperatur wichtig sein kann. Das ist der erste Punkt. Ja, sobald Wasser verdunstet oder aus dem System herausgetragen wird durch Verdunstung, entzieht es dem System in geringem Maße auch Wärme. Diesen Effekt können wir noch unterstützen, indem wir hingehen und, blende ich euch jetzt mal ein, entsprechend Aquarienlüfter einsetzen. Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, ob das jetzt von GHL direkt über den Aquariencomputer gesteuert ist mit Temperatursensor und Geschwindigkeitssteuerung oder ob das, wie heißt das gute Gerät, Animus, ein autarkes Gerät ist, blende ich euch hier jetzt mal ein, wo ich eine entsprechende Temperatur einstelle und das dann automatisch selbstständig anspringt. Jetzt nicht in Verbindung mit einem Heizer, wie es zum Beispiel bei dem Twin Controller von Aquamedic ist. Da habe ich einerseits ja den Heizer und andererseits den Kühler. Diese Geräte, je nachdem in welcher Größe und in welchem Umfang, sollten so installiert werden, dass sie auf die Wasseroberfläche drauf pusten, blasen, der entsprechende Luftstrom auf die Wasseroberfläche gerichtet ist. Hat im Endeffekt den Hintergrund, dass er mehr Verdunstungswasser abträgt und somit eine höhere Verdunstung eintritt, um
dann anschließend auch hinzugehen, beziehungsweise durch diese höhere Verdunstung mehr Wärme aus dem System durch Verdunstungswärmeentzug dem System mehr Wärme zu entziehen. So, jetzt habe ich es, verdammte Axt. Das ist die einfachste und ich sage es mal günstigste Variante. Es gibt aber auch noch andere, zu denen ich gleich komme. So, jetzt hatten wir ja gerade eben die, ich sage es mal, Aquarienlüfter. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, es gibt zig verschiedene Dinge, zig verschiedene Hersteller, die was anbieten. Die einen Dinger sind fast nicht zu hören, die anderen sind extrem laut oder nach einer gewissen Zeit oder wenn sie ein gewisses Alter erreicht haben, extrem laut und gehen einem natürlich auch, ich sage es mal, im laufenden Betrieb relativ auf die Nerven durch diese Lautstärke. Jetzt ist es so, dass man diese Lüfter und Kühler dementsprechend über eine Zeitschaltuhr betreiben kann, hat aber den Nachteil, dass, ich sage es mal, zu dem Zeitpunkt, ich sage es mal in der Nacht, wenn es etwas kühler wird und wenn wir vielleicht unsere Räume etwas besser lüften können im Sommer, dass dann zum Beispiel nichts läuft, je nachdem wie man es eingestellt hat. Grundsätzlich tendiere ich dazu, immer eine temperaturgesteuerte Lüftung einzusetzen und dann nach Möglichkeit eine, die man auch nicht hört oder nicht so doll hört. Also ich selber habe im Moment noch einen alten Doppellüfter von JBL, den dürftet ihr auch kennen, wenn ihr meine Videos verfolgt habt. Und ganz ehrlich, wenn die Dinger loslegen, geht gar nicht. Ich werde mir da in nächster Zeit was Neues organisieren, weiß ich noch nicht genau in welche Richtung, aber ich tendiere zum Animos, da müssen wir mal schauen. Ich halte euch diesbezüglich aber schon mal auf den Laufenden. Das nächste, was wir haben, wie gesagt, von der Lautstärke her sind die Lüfter in Anführungszeichen relativ leise. Die andere Möglichkeit, die wir haben, um ein Aquarium zu kühlen, ist natürlich, sind einerseits die Klimageräte oder die ganz normalen Aquarienkühler. Unterscheiden sich eigentlich in dem nur, dass einerseits der Aquarienkühler nichts anderes tut, wie temperaturgesteuert das Wasser runterzukühlen. Diese Geräte, blende ich euch jetzt mal ein Beispiel für ein, sind relativ kostspielig, müssten nach Möglichkeit aufgrund der Lautstärke von einigen Geräten könnte ich jetzt hier neben in meinem Aquarium, würde ich so ein Ding nie einsetzen, weil es einfach zu laut ist. Es würde sich anbieten, sowas in einem, wenn man es hat, einen separaten Technikraum einzubauen. Bei den Kühlern ist es so, wie eben schon erwähnt, die laufen selbstständig, die haben einen eingebauten Temperaturkühler und da könnte man jetzt zum Beispiel, wie zum Beispiel meine Maxspec, die ich hier habe, die Duo-Turbine, da habe ich ja einen, die läuft momentan im Single-Modus für die ganz normale Rückförderung. Und den zweiten Kreislauf, den könnte ich dann jetzt zum Beispiel in so einen Chiller bzw. Kühler einbauen. Ja, da könnte ich über den zweiten Kreislauf dieses Kühlsystem betreiben. Jetzt ist es so, dass, wie gesagt, mir sind die Dinge A zu teuer und B zu laut. Zum Dritten habe ich keine Lust, mir hier neben das Aquarium dementsprechend so ein Gerät hinzusetzen. Die nächste Möglichkeit, was ich eben noch gesagt habe, das sind die Klimageräte. Klimageräte unterscheiden sich eigentlich nur A im Preis, die sind deutlich teurer. Lautstärke, je nach Hersteller, kann ich nicht hundertprozentig sagen, sind aber auch definitiv lauter als jeder Lüfter. Es gibt natürlich auch Geräte, die sehr viel leiser sind, aber dann sind sie dementsprechend auch kostspieliger. Klimageräte können im Prinzip, dann braucht man keinen Regelheizer mehr, die können beides. Die können einerseits kühlen und die können einerseits heizen. Aber wie gesagt, sie sind in der Anschaffung deutlich teurer und ich sage jetzt mal, für große Systeme ist es einerseits ratsam. Und man muss natürlich aber auch sagen, man muss wissen, wie der Raum, in dem das Aquarium steht, im Sommer von der Temperatur her ist. Deshalb sollte man sich grundsätzlich, wenn man, ich sag's mal, ein Aquarium plant, hingehen und sagen, okay,
wie sieht es bei uns im Sommer aus? Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Der Winter ist uninteressant, da kann man heizen, da gibt es Heizstäbe für. Aber der Sommer, der ist ganz, ganz wichtig. Ich weiß zum Beispiel, dass hier bei mir im Haus, ich habe Wände, die haben knapp einen halben Meter Dicke. Und wenn wir einen sehr langen Sommer, sehr langen warmen Sommer haben, muss ich mir eigentlich die ersten zwei Drittel vom Sommer überhaupt keine Sorgen machen. Weil dadurch, dass ich hier konsequent hingehe, und ich sage jetzt mal, bei viel Sonne, da mache ich meine Rollladen zu, da lüfte ich morgens, wenn ich hier aus dem Haus gehe, einmal kräftig durch, da ist es noch nicht so warm und sorge dafür, dass hier die Sonneneinstrahlung nicht so stark reinkommt. Aber spätestens, ich sage das mal, im zweiten Drittel des Sommers oder zum letzten Drittel des Sommers hin, wird die Sache dann auch hier bei mir interessant. Und dann kommen dann meine süßen zwei kleinen Lüfter, die ich habe, auch nicht mehr mit diesem Becken hier klar. Habe ich im letzten Sommer gemerkt. Da musste ich dann hingehen und massiv Kühlelemente einsetzen, die ich dann unten ins Technikbecken eingesetzt habe. Zu dem Zeitpunkt hatte ich da noch keinen Ablegerteil. Wird also für mich diesen Sommer auch interessant, wie ich das dann dementsprechend regel. Ja, Leute, das war mal wieder ein, ich sag mal, relativ ausführliches kurz erklärt zum Thema Temperatur. Aber ihr seht, es ist wichtig, dass wir einerseits unseren Bewohnern, unseren Korallen, die richtige, ich sag jetzt mal, Temperatur zukommen lassen. Wie sie jeder im Endeffekt umsetzt, bleibt jedem selbst überlassen. Ich für meinen Teil habe, wie gesagt, festgestellt, dass bei einer Temperatur zwischen 24 und 25 Grad das Becken am besten steht und die Korallen auch dementsprechend vernünftig dann wachsen. Wie man dann im Endeffekt hingeht und seine Temperatur hält und überwacht und gegebenenfalls kühlt, bleibt dann auch jedem selber überlassen, was er für Mittel einsetzt, muss jeder selber wissen. Aber grundsätzlich sollte man schauen, dass man immer irgendwelche Notreserven im Petto hat. Wenn mal irgendwas ausfallen sollte, es geht relativ zügig, wie gesagt, mit so einer Beleuchtung hier drüber oder wenn man ein geschlossenes Becken hat, da staut sich die Wärme relativ schnell drin. Bei einer kompletten Abdeckung. Da muss man dann dementsprechend schauen. Ich würde sagen, ich habe für heute genug gelabert und ich bin dann für heute raus. Das nächste Thema, schauen wir mal, was kommt. Ich habe da garantiert auch einiges auf Lager, was ich bringen kann. Wenn es euch gefallen hat, lasst bitte einen Daumen da, nach oben natürlich. Die Leute, die den Daumen nach unten da lassen, kann mich nicht dran hindern. Sollen sie von mir aus machen, habe ich nichts gegen, interessiert mich auch nicht. Solltet ihr auf diesem Kanal neu sein, abonniert ihn bitte, macht die Glocke an, dann kriegt ihr auch mit, wenn ich mal wieder was raushaue. Und ich würde sagen, ich bin raus für heute, wir sehen uns beim nächsten Mal. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Viper. Ciao.